Jetzt wieder Menschenwege in der Paulinenpflege und hinter dem Plakat verbirgt sich der Maximilian Moser. Hallo. Da ist er. Hallo. Du bist einer meiner jüngsten Kollegen. Wie alt bist du? Ich bin 20. Boah, das war ich vor gefühlten 70 Jahren auch schon. Wie kommst du denn als ganz Junge auf die Idee, ausgerechnet in der Paulinenpflege zu arbeiten, zu uns zu kommen? Ja, ich habe damals mit 15, wollte ich aus dem kleinen Ort bei Karlsruhe raus und wollte die große Welt sehen und eine Ausbildung machen. Ne? Mhm. Und dann habe ich hier in Stuttgart eine Ausbildung als Schreiner gefunden, habe die auch angefangen. Wow. Habe sie dann leider im letzten Jahr abgebrochen aus persönlichen Gründen, aber da müssen wir jetzt hier drauf eingehen. Und dann habe ich auf die meinen alten Sozialarbeiter gehört, der mir gesagt hat, ich soll unbedingt was im Sozialen machen, weil ich einfach so ein Typ dafür bin. Und dann dachte ich mir, ich könnte mal probieren. Mhm. Und mein Mitbewohner, mit dem ich zusammen wohne, der wird von der Paulinenpflege betreut. Ah. Und dann hat er gesagt, komm doch zur Paulinenpflege. Ich habe hier hospitiert und es gefällt mir. Okay, was machst du jetzt aktuell hier? Was bist du hier und was machst du genau und was macht hier so Spaß? Also ich bin hier in den SBJ-Gruppen, das ist bei der Schule am Jakobsweg. Und ja, wir kümmern uns um die jüngere Generation von Hörgeschädigten, die halt noch rausfinden müssen, was sie können, was sie machen sollen später. Ja. Und ich bin halt hier und sorge dafür, dass denen hier ganz gut geht und ja. Du bist Mädchen für alles. Ja, ich Ansprechpartner rund um die Uhr fast, ich bin der große Bruder. Ja, okay, der große Bruder. Alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, hier schauen ja viele zu. Hm. Warum sollten ausgerechnet die, die uns alle zuschauen, jetzt hier bei uns in der Paulinenpflege arbeiten? Was ist hier so toll? Also erstens mal, die Kollegen sind unglaublich super hier. Kann man gar nicht sagen. Der Personalchef ist der Beste überhaupt. Und der hier auch? Nein. Der hier. Und an sich auch das Arbeitsklima. Es ist super, du kommst abends nach Hause und du fühlst dich einfach nicht so, wie wenn du gearbeitet hättest. Also das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, aber es macht einfach Spaß hier. Und du hast wirklich gute Aufstiegschancen später. Und auch, wenn du eine Ausbildung machst, kannst du sehr gut übernommen werden. Okay, ich glaube, das sind jetzt alle überzeugt. Die rennen uns die Bude ein, würde ich sagen. Also, wenn ihr Freiwilligendienst machen wollt, einen anderen Job im Sozialbereich oder eine Ausbildung oder ein Studium, einfach mal in unser Karriereportal klicken. Hast du sicher auch schon gemacht. Da wirst du demnächst auch sein. Unter www.karriere.paulinenpflege.de. Vielen Dank. Ciao. Ciao.